Dann entfiel das Frühstück eben. Zum Glück war heute Forumsstammtisch in Ettlingen. So reiste ich von Esslingen nach Ettlingen über die Landschaften des Nordschwarzwalds. Mein Magen knurrte. Von Tee alleine konnte ich nicht satt werden. Mit Vorfreude sehnte ich mich nach einem guten Abendessen in guter Gesellschaft. Mit Freunden aus dem Mimotto Reiseforum. Doch die Zeit bis zum Abendessen war lang, noch sehr lang. Es war mir in gewisser Hinsicht ein Trost zu sehen, dass ich nicht das einzige Individuum in dieser Stadt war, dass ich die Nahrungsaufnahme zum Ziel gesetzt hatte. Gewiss genoss ich den Vorteil, mein Abendessen nicht erst selbst fangen zu müssen. Endlich war es soweit. Die ersten Mimottos trafen ein, begrüßten sich ausgiebig, ehe das Personal die ersten Speisen zur Bestellung aufnahm. Zu mir war die Welt heute ausnahmsweise mal gerecht. Als allererstes wurde mein Vorspeisenteller serviert. Unfassbar ist das, dass ich so lange warten muss, obwohl ich so großen Hunger habe. Waren nicht die einzigen, die noch auf ihr Essen warteten. Doch bald waren alle versorgt. Oh mein Gott! Ja! Im Gegensatz zu anderen Leuten kann ich mich ja beherrschen. Okay, ich beherrsche mich doch nicht. Es galt nun, dem kulinarischen Höhepunkt noch einen Gipfel aufzusetzen. Gipfelmoschen auf einem imaginären Berggipfel. Auch eine Art, einverleibte Kalorien gleich wieder zu verbrennen. Ein kurzweiliger Abend ging zu Ende. Was will man mehr? Die Saison kann kommen.